Wir bearbeiten heute unsere Könige, mit denen wir spielen, nicht, ne? Genau. Das heißt, ich bin Emir al-Ibn Mujahid von Mallorca, 57, kein Spielerbe und alt. 31 gegen 18 Leute. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh Gott, ich bin da, ich will helfen. 9 gegen 0. Ich bin drin. Ich hab gewonnen. Es zählt als Sieg für mich, weil ich noch reingesprungen bin. Ist das schön. Ja, wäre ganz cool, wenn du noch einmal in der Nähe bleibst, weil es ist immer noch zahlenmäßig. Ja, greifen wir an. Alles gut. Ich habe 64 Gold gerade. Ich mache nur minus 0,4. Alles entspannt. Ich habe alles eingenommen, was ich brauche. Ich warte gerade darauf, dass meine Frau und Kinder werfen. Tatsächlich wird mir gerade Agnes de Barcelona vorgeschlagen für ein potenzielles Bündnis als Drittehefrau, obwohl die verheiratet ist. Ich bin so verwirrt. Und König Philippe hat ja Louis. Das ist ja widerlich. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum haben wir nicht einfach nur versucht, Yaya zu töten? Mordkomplott oder so. Ich habe ihn perfekt abgelenkt für dich. Ich bin leider gerade geschlagen worden, aber mach dir nichts draus. Nimm deine Sachen ein. Ich habe den Abwechslungsablenkungskrieg hier. Das funktioniert gut. Fast gut. Geht mir jetzt auch richtig auf den Sack. Ja, Leute, ich weiß ja auch nicht. Ich habe, als ich Wiener Schnitzi das letzte Mal gegessen habe, da habe ich mich einfach nur gefreut, wenn es gut schmeckt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, was drin ist. Und jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Also, I'm sorry. Also die Zusammenarbeit zwischen Steinwein und mir passiert hier komplett fehlerlos. Und dass du auch Steinweins Gebiete vergessen hast, wegzudrücken, war halt einfach ein Weber. Was soll man sagen? Ja, genau. Ich hab dir gerade erst geholfen gegen. Und jetzt kommst du hier an, dass nur mit Steinwallen alles funktioniert, oder was? Ich habe nicht gesagt, dass nichts funktioniert in dieser Dreierkonstellation. Okay. Es gibt halt. Es ist halt Luft offen nach oben für Verbesserungen. Ja. Und ich gucke gar nicht nur zu dir schon. Ja, der hat auch noch irgendwie hier 10 noch so kleinere positive Eigenschaften. Ja, ja, der ist, ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Also der ist ja alleine ausgerastet. Und wenn man halt guckt, also sein ältester Sohn, den werde ich wahrscheinlich auch nochmal loswerden. Aber der zweite Sohn ist auch schon intelligent. Also ich bin sehr zufrieden, ich kann nichts sagen. Wie kannst du denn immer noch die Brutmutter sein, wenn du einen vorgefertigten Charakter mit einem vorgefertigten Sohn bekommst und überhaupt nichts daran machst und trotzdem noch, ja, nee, guckt euch dieses genetisch perfekte Muster-Exemplar an. Wenn du den Brutmutter-Perk verinnerlicht hast, dann laufen die Gene dir zu. Ach, ihr wollt das Ding da über mir haben, das kleine grüne Ding? Ja. Na, das könnt ihr vergessen, das gehört zu meinem Königreich dazu. Das gehört gar nicht zu deinem Königreich. Natürlich. Dazu. Das gehört zu Valencia. Dazu. Oh, hast du das dir einverleibt kurz vorher oder was? Nein, nein, aber das gehört zu Valencia dazu und Valencia ist de jure meins. Also da werde ich euch definitiv den Krieg erklären, wenn ihr das annimmt. Oh, ich habe da nur darauf gewartet, weil ich nicht konnte, weil ich mit dem Dude im Krieg war und ich musste abwarten, bis quasi die Zeit abläuft wegen Waffenstillstand. Die Zeit ist jetzt abgelaufen und ich werde euch das nicht überlassen, ganz bestimmt nicht. Ja, du, gegen Muslime in den Krieg ziehen, ist immer eine gute Sache. Ja gut. Steinwein, also da kann Maurice. Ich auch nichts mehr dran ändern, Pia. Die waren vorher, waren die noch unabhängig und waren, also... Ja. Ich muss an dieser Stelle allerdings anmerken, ich kann derzeit nicht unterstützen. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt Pia angreifen. Nein, aber ich überlasse euch das Gebiet auch nicht. Also ihr wollt eigentlich nur Krieg. Nee, ich will einfach dieses Gebiet da oben haben. Ihr seid hier ganz klar die Aggressoren. Das ist ja nicht nur von dir, Pia. Weil das de jure zu Valencia gehört. Du musst halt gucken, was du hier angreifst, bevor du es angreifst. Okay, also Krieg, ja? Ja, auf jeden Fall. Wer hat jetzt schon wieder meine Frau getötet? Wie lange muss ich auf deinem Hof weitersuchen, bis ich keine versuchten Mordanschläge von dir mehr finde? Und warum hast du versucht, meine Schwester zu töten? Ah, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht! Warum habe ich deine Schwester versucht zu ermorden? Ja, meine Schwester. Wer ist deine Schwester? Wie heißt deine Schwester überhaupt? Faria. Moment, ich schaue mir das einmal an. Faria Ali Amirit, 51 Jahre alt. Ja! Das zieht sich aber hier, ne? Ja, das war ein bisschen unglücklich. Ach, das war ein bisschen unglücklich. Das war lustigerweise das einzige tatsächliche Mordkomplott, das ich versucht habe durchzubringen. Das ist das zweite, das ich finde. Ja, aber es ist das einzige, was ich selbst durchgeführt habe. Aha. Und was ist mit dem anderen? Keine Ahnung, wer war der andere? Ich weiß es nicht mehr. Ich suche weiter, es sind zu viele.
dann ist es aber nur jetzt dein Vorwurf. Haltlos anscheinend, wenn du es nicht einmal selbst beweist. Beweise, wir wollen Beweise sehen. Ist ja so. Ihr Sackgesichter. So, und dann wollen wir... Na, Coppelius. Ja, da bei der Arbeit. Ja, ich habe dir eine Anfrage geschickt. Du solltest vielleicht drüber nachdenken, ob du neben Perverser, Ehebrecher und Inzestiös auch noch was anderes stehen haben möchtest. Ne, aber liegt ja an dir. Du meinst Mörder? Ja. Als würde es jetzt irgendjemanden noch überraschen. Also wirklich. Ja gut, dann ist das so. Dann tut mir das sehr leid. Geheimnis wurde offenbart. Oh nein. Wie es ihm auch einfach egal ist. So. Er ist so ein schlechter Mensch einfach. Das ist unfassbar. Muss man wirklich sagen. Mein Chat hat gerade geschrieben, nochmal an Coppelius schnell, dann beende ich dieses Gespräch. Heißt das, dass er jetzt seinen Bruder im Auge hat nach seiner Schwester? Ich enthalte mich da jetzt deiner. Ich muss gerade den Papst ganz kurz erpressen. Ich bin gleich bei dir. Ich bin jetzt wahnsinnig geworden, weil ich bin ein guter Kerl und oh mein Gott. Du siehst aus wie ein Gnome. Wie sieht's denn aus bei dir, Steinwallen? Dein Haupterbe, bleibt das dein Haupterbe? Ach ja, das sind alles irgendwie so nur semi-durchschnittliche Söhne. Was soll ich da machen? Ja, sag mir, wie dein Plan aussieht. Mein Plan ist, ich lass jeden leben und jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Ich mach sowas nicht wie Enterbung. Bei 5 Söhnen ist es auch ein bisschen schwierig. Aber dann bleibt dein Ältester, bleibt dein Haupterbe. Der mit der Frau, die Typhus hat. Meine Freunde, ich habe gerade 495 Gold ausgegeben und ich baue meine poplige Burg zu einer weiteren, nicht ganz so popligen Burg aus. Aber wofür willst du das denn machen? Hast du Angst, dass du angegriffen wirst? Nein, ich brauche mehr Platz. Ich habe zu viele Frauen. Aber Steinwallen ist doch so fruchtbar. Da ist doch nicht noch irgendwer. Ah, Leute, was soll ich sagen? Ich habe da jetzt gerade wirklich ein wundervolles Kind zur Welt gebracht. Mein neuer Haupterbe, und da ist die Brutmutter jetzt bei uns, ist kerngesund und intelligent. Das ist Ach, das erste Scheiße. Kind mit 2 Perks. Es ist endlich passiert. Können wir das töten? Das ist ja heftig, das Teil. Wir haben jetzt kein Bündnis mehr, Shuyoka. Sollten wir das ändern? Ja, die Sache ist, ich habe eine wundervolle Tochter und ich würde dir die anbieten, aber die würde ich nicht einfach so hergeben. Was heißt denn das jetzt? Naja, das die müsste halt schon einen guten Titel bei dir dann auch haben. Und die sind halt alle enterbt und der ist verheiratet. Das ist hier wichtiger als der Schutz des mächtigsten muslimischen Reiches. Ach, der kann ja Nebenehepartner haben, ist ja entspannt. Dann ist ja kein Problem. Dann wird die einfach der Hauptehepartner, wenn sie alt genug ist, habe ich gehört. Kann ich das tun? Ja. Dann mag dich nur deine Hauptehefrau ein bisschen weniger. Bei mir heißt es ja leben und leben lassen, deswegen habe ich mich sowas nie geschert. Ja, dann machen wir das so. Also Steinwall, du hast jetzt deine Kinder. Ich habe, glaube ich, was habe ich gemacht? Ja, nee, ich habe auch gewebert, glaube ich. Ich dachte kurz, ich hätte meine Titel alle abgegeben, aber ich habe sie nicht abgegeben und ich habe jetzt den Titel ohne Krone und trage keine Krone mehr. Ich komme. Auf geht's. Soll ich da jetzt rein oder nicht? Verbündete. Nee, das sind jetzt 10.000 Mann, die da haben. Wie viel haben wir? Oh, das könnte weniger sein, tatsächlich. Ich komme gerade nochmal mit 800. Nee, wir haben mehr. Wir haben jetzt nur die 2.000 Verbündeten hier. Hier kommen noch 800. Warte mal, ich hänge mich an Steinwalds Armee. Nee, mach bitte nicht, weil wir müssen ein bisschen auf Versorgung aufpassen. Wir müssen jetzt unsere Armeen schon irgendwie ein bisschen getrennter fahren. Leute, die sind hinter uns. Wie hinter uns? Leon ist in Irksax im Norden von meiner Stadt. Ja, das ist gut. Die kommen von zwei Seiten. Kommt, bleib mal stehen. Wenn sie mich jetzt angreifen, haben wir Gebirgsvorteil. Ja, sie kommen. Jetzt reingehen. Rein, sofort. Ich bin auf dem Weg. Ja. Nein, sie brechen ab. Nee, aber, oh, sie haben mitten dann abgebrochen, aber eine Armee haben wir erwischt. Geil. Ja. Jetzt so müssen sie noch rein. Ich habe nämlich auch 3 Sekunden. Jetzt müssen sie rein. Oh. Und unser Verbündeter kommt auch noch. Ich habe 3 Sekunden vor der Schlacht mal Befehlshaber gewechselt. Das hat nämlich die Prognose auch nochmal verändert. Alter, was? Du bist ein Schuft. Von 19 auf 28. Du bist ein Halunke. Ja, die Gebirgsverteidigung ist einfach Das top. Ist so schurkisch. Ich habe größten Respekt davor, Steinwallen. Jetzt kommen sie doch noch mit einer anderen Armee. Der läuft da nicht rein, oder? Jetzt haben wir auch noch einen... Ich habe noch einen Sohn bekommen. Okay, da belagern wir einer die linke Burg, einer... Ich gehe zur oberen, ne? Wir können auch wieder wechseln, wenn ihr wollt.
es ist im Grunde eh schon vorbei, weil... Ich weiß auch nicht genau, wie wir jetzt... Ihr habt die erste Schlacht gewonnen. Wir werden jetzt nicht mehr so viele neue Krieger zeugen während dieses Krieges. Ihr müsst ein bisschen mehr Liebe machen. Ja, wir sind dran, aber... Ihr müsst mehr Ehefrauen nehmen. Mann, ihr habt doch Britannien, da sind doch schöne Frauen. Ja, wir wurden gerade alle gleichzeitig mehr oder weniger getötet und sind alle gerade erst geschlechtsreif. Ihr müsst im... Das ist tatsächlich eine interessante Spieldynamik, die es im Ränkespiel so nicht gab. Die Muslime alle als alte Säcke angefangen haben und die Christen alle jung. Das heißt, die zwei Teams sterben zu recht unterschiedlichen Zeiten zum ersten Mal. True. Was ja am Anfang ja für die Muslime ein Nachteil war, weil sie recht schnell das Problem haben. Und jetzt passiert es eben für die Christen, dass diese Epoche jetzt kommt, während wir noch einigermaßen im Saft stehen. Ich bin in der dritten Generation. Wir haben auch echt viele Frauen. Ich habe viele Töchter gerade. Ich habe sehr viele, sehr gute Töchter gerade. Also Prinzessin Isra bint Abdul Hazm von Al-Gzark, die ist intelligent. Oder Prinzessin Naila bint Abdul Hazm von Al-Gzark, die ist eine Wohlgestalt. Also ich habe richtig schöne Töchter. Ich sag's ja nur. Was ist denn, wenn wir alle konvertieren? Gewinnen wir dann alle? Dann, also wir können jetzt immer noch auf Aussöhnung gehen am Ende. Stimmt. Das wird jetzt die Phase, die wahrscheinlich kommt. Also wenn, die Muslime gewinnen auf jeden Fall alle, wenn sie muslimisch sind. Also ja, Denzel, wenn du noch konvertierst, dann gewinnst du auch. War das auf mich bezogen? War das ein Anfang von Shuyoka? Ich wollte Maurice' Hinweis ernst nehmen. Emir Ali. Ich wollte nochmal sprechen. Emir Ali. Du bist ein so guter Bruder. Die Familie ist alles, ja, nicht wahr? Aber er ist auch das schwarze Schaf der Familie, muss man auch wirklich sagen. Ist er das? Einfach er ist zufrieden, treuherzig, okay, ein religiöser Eiferer. Aber hey, du besser als meine Ehefrau. Die hat 0% Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mir schläft, weil sie ist fleißig und ehrgeizig und ich bin faul. Jüdischer Anspruch an wen? Ah, das ist so knapp, oh Gott. -7. Sein Dude ist halt besser als unserer. Was ist denn da unten noch für eine Armee? Erst meine, die zieht weg. Ach, die flieht, okay, wird verfolgt. Ja, aber wir rächen dich gerade. Also, wenn das klappt. Ja, sieht doch gut aus. Das ist total nett. Wir haben mich jetzt hier hübsch verfolgt. Die 6500 sind abgelenkt. Währenddessen belagern wir haben da oben gewonnen. Ja, wir verlieren die eine und gewinnen die andere. Oh, das ist nicht gut. Du hast nach unten gedreht. Ich hab nicht nach unten gedreht. Du musst mir Bescheid sagen, wenn du nach unten drehst. Ja, du hast gefragt und ich habe ja gesagt. Ja, aber da hatte ich ja schon anders gesetzt. Aber ihr schafft ja die Schlacht und könnt dann nach links. Ja, aber trotzdem, das ist ja trotzdem nicht gut. Der Orden ist auch scheiße. Ich habe den Orden vergessen. Zieh den Orden rein. Hinter uns kommt nochmal 3600 Leute. Aber über uns kommen nochmal 1600. Oh mein Gott. Nein! Diese fucking Ordenstruppen. So, jetzt hier gleich wieder rein in die andere. Ich hab ja Sepp. Du hast Sepp gefangen? Ja. Behalte ihn in deinem Kerker. Sepp, du bleibst jetzt in meinem Kerker. So, wir haben doch jetzt hier einigermaßen Kontrolle, würde ich sagen. Ich werde jetzt auch mal hier selbst noch den Dungeon verlegen. Oh mein Gott. Ja, das richtig Passende ist, ich habe halt jetzt richtig schön passend noch ein Dynastievermächtnis. Und das würde ich jetzt natürlich hier nochmal in Haus von Kriegern packen. Ja, jetzt habe ich Kampfgeschick plus 2 und Ritter-Effektivität nochmal 15% hoch, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Da steht noch eine einzeln. Da steht noch alle einzeln. Geil. Das ist, das ist glorreich. Die müssen sich gerade so aufregen. Das, oh mein Gott, ist das schlimm. Ich fühle mich so dreckig. Das ist so schlimm. Ja, dann würde ich mal sagen, ausschwärmen. Ja, Denzel, jetzt ist deine Hauptstadt dran. Ich fühle mich so dreckig. Sie und so. Denzel, warum hast du die Hälfte meiner Familie geklaut? Was ist denn da los? 7 Kinder von mir geklaut.
Das war mein Plan. Ich wollte noch, was ich dachte, dass die einzige Chance ist, dass ich noch irgendwo eine Hauptstadt einnehme. Eigentlich wollte ich dich, Pia, aber dich habe ich nicht gekriegt. Ich habe mich absichtlich in meine Armee gesetzt und ich habe absichtlich, bevor der Krieg begonnen hat, meinen Erben eine Grafschaft auf einer Insel gegeben, damit, wenn das passiert, du mein Erben nicht bekommst. Du hast die ganzen komischen anderen Kinder, von den 15 die Hälfte. Und ich fand es mal wieder, was ich finde das immer so cool in diesem Spiel, die unterschiedlichen Ansätze. Sepp sich sofort in Frankreich reinsetzt und ernsthaft noch König davon wird und Coppelius in die halbe Welt rausschippert für irgendwelche sonderbaren Bündnisse. Aber ich muss jetzt wirklich abschließen, das ist ja jetzt vorbei. Ich würde jetzt gerne wissen, wer meine Frauen getötet hat. Also Coppelius hat ja mindestens eine getötet. Also ich war es ehrlich nicht. Ich hab viele andere umgebracht. Ich habe keinen einzigen getötet von dir. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich bin wirklich komplett ehrlich in der Sache auch gewesen. Und ich habe auch jetzt in der kleinen Runde auch noch einmal nachgefragt. Ich habe nur zum Schluss hin, wo mir das schon sehr oft dann irgendwie vorgeworfen wurde, tatsächlich mit dem begonnen erst. Und ich glaube, es waren dann wirklich zwei Personen, die ich dann wirklich ermordet habe. Aber mehr nicht. Und wie viel warst du, Steinwein? Soll ich auf drei vielleicht? Dann war das die KI, die meine Frauen getötet hat? Aber wieso die ganze Zeit deine Frauen? Also ich habe einfach irgendwie 4 oder 5 Frauen heute verloren. Und zwar halt wirklich auch unter mysteriösen Umständen. Also so, dass du wirklich weißt, dass sie hingerichtet wurden. Und ich war davon überzeugt, dass irgendjemand von euch sich denkt, oh ja, der Brutmutter, der mache ich einen Strich durch die Rechnung, weil ihr habt doch immer, also sind auch immer die besten Frauen gestorben. Ich habe jegliches Vertrauen in alle verloren heute. Sage ich dir wie immer, Pia, ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Erst recht, dass du dich aufgerafft hast, obwohl du krank bist, zu diesem fetten 8-Stunden-Monster-Ding. Massiver Respekt und ein glorreicher Sieg für den wahren Glauben. Wir haben sogar noch unser Glaubensoberhaupt, dass wir jetzt hier unseren Steinballer, der das jetzt hier bezeugen kann. Danke, dass du dabei warst. Es war wie immer ein Fest. Und wir sehen uns ja Freitag auch schon wieder. Jawohl. Von daher dir einen schönen Abend und bis bald. Dankeschön.